So Leute, jetzt bin ich hier bei Bennett in Berlin. Adresse blende ich euch dann ein unten und zeige euch jetzt mal, was es hier für schicke Helme gibt, die alle ein bisschen, ja, ich sag mal, anders sind, würde ich mal sagen, als die normalen, die man so im offenen Handel wie bei den anderen Motorradläden bekommen kann. Hier sind die Jethelme. Ich habe ja einen Jethelm von Shoei mir gekauft, der genauso aussieht wie der. Aber wenn ich den aufhabe, sieht das immer aus, als wenn ich so eine Melone auf dem Kopf habe. Da ist der schon wesentlich schicker hier, finde ich, weil er nämlich kleiner ist ein bisschen. Gut, der andere hat mehr Polster außenrum, aber der sieht einfach besser aus, ne? Hier die ganzen Jethelme in Carbonoptik. Sehr schick. Hier mit dem Lederumrandung auch sehr schick. Alle sehr schick. Könnte ich mir glatt noch einen Jethelm mitnehmen hier. Hier gibt es sogar so einen Jockey, habe ich gesehen. Ja, so eine Schalen. Hoffe, dass das hell genug ist hier. Mit Tigeroptik hier drin. So, und jetzt zeige ich euch mal die Integralhelme, die ja auch etwas besonders sind, würde ich sagen. Oder speziell. Sagen wir mal vorsichtig ausgedrückt, speziell in dieser Street Fighter Optik, die ich schon sehr geil finde. Hier in Weiß auch, sieht auch klasse aus, ja. Ja, nur habe ich leider nicht so eine, wenn ich jetzt so eine fette Harley fahren würde, so eine V-Rod oder so, ja, dann sieht so ein Weißer jetzt auf meiner kleinen. Na, weg, wird das nicht aussehen, glaube ich. So, ja, und hier ist er. Den zeige ich euch nachher nochmal im Gesamten. Das ist meiner jetzt, den ich jetzt gekauft habe. So, was haben wir hier? Der Orange. Auch sehr schick. Sehr, sehr schick. Ne? Hat auch was. Passt aber auch meiner Meinung nach nur zu einer ganz fetten, großen Harley, die ein bisschen mehr aufträgt als meine. So, hier haben wir noch die Visiere verspiegelt. Iridium. Ich wollte mir erst Iridium kaufen dazu. Ja, ich fahre jetzt erstmal mit dem dunklen Visier. Ja, kommt vorbei, Leute. Adresse blende ich euch ein. Gute Bedienung hier. Und auf jeden Fall werdet ihr dann einen Helm finden hier. Den etwas anderen Helm. So, jetzt befinde ich mich auf meinem schönen Balkon und präsentiere euch mal meinen Helm, den ich heute gekauft habe. Hier vor liegt er mir. Das ist also der Bandit, den ich schon im Video gezeigt habe. Jetzt gucke ich mal, wo meine Zubehörsachen sind. Da sind sie. Und zwar kann man sich da drei Tücher aussuchen. Ich wusste jetzt nicht, nehme ich Camo, nehme ich das mit dem Totenkopf vorne drauf. Ich habe jetzt also beide bekommen. Vielleicht, weil ich gefilmt habe oder was, keine Ahnung. Weil ich so nett bin, wahrscheinlich lag es daran. So, jetzt packe ich den mal aus hier. Das ist ein Matthelm, den man nach Möglichkeit nicht mit den Händen anpacken sollte, wie sie sagte. Weil er sehr, sehr empfindlich ist. So, da ist das schöne Stück. Ja, das ist natürlich jetzt. Möchte ich natürlich nicht gleich einsauen. So, muss mal immer ein bisschen hier. Bin ja ein bisschen hoch, so ist er. Und das kann sich sehen lassen, ja. Das kann sich wirklich sehen lassen. Das Design hier vorne mit dieser flachen Sache in Grau. Extra schick, finde ich. Alle haben schwarz-matt. Das ist ja irgendwo auch eine langweilige Farbe. Alles ist schwarz-matt immer. In Grau macht da schon richtig was her. Jetzt zeige ich ihn hier mal von innen. Innen ist so ein Velourbezug. Ich habe ja schon einbändet und ich komme damit gut klar. Das ist jetzt geklebt hier in meinem Falle, aber mir reicht das so. Ich brauche da jetzt nicht zum Rausnehmen und wenn du den wäscht, früher gab es Helme, da gab es sie auch nicht zum Rausnehmen. Und da hat man den einfach mal durchgewaschen mit Haarwaschmittel und fertig war die Geschichte.
So, wer halt was Besonderes haben will, und das ist dieser Helm, wie ich finde. Die Aufkleber kommen natürlich ab hier rechts wie links. Ne? Geht ja gar nicht hier mit so einem Bändel drum zu fahren, weil ich muss jetzt nicht zeigen, was das ist. Jeder weiß, was das ist. Also nicht jeder. Ah, muss ja auch nicht jeder wissen. Und da gibt es Helme, halt gesehen, die werden auch ganz groß angepriesen. Dann ist denn hier so ein fetter S-Schriftzug drauf. Der erinnert mich so ein bisschen an die Motorräder, die da früher in der DDR rumgefahren sind. Vielleicht wird es auch anders geschrieben, kann sein. Möchte jetzt nicht Falsches sagen. Aber so ein Helm muss da nichts draufgeklebt haben oder irgendwelche Typenbezeichnungen drauf haben. Na, jetzt ist so ein mittelgetöntes Visier hier. Da steht ja, remove before fly, also bevor du fährst, solltest du das abmachen. Das mache ich natürlich noch. So, gut, jetzt werde ich ihn mal aufsetzen. Kann euch den ja nochmal schön ringsrum zeigen. Ach so, kurz mal zur Verarbeitung. Ich sehe jetzt hier keine Klebestellen oder sonst so. So geil sieht der aus in Grau. Das ist ein richtiger geiler Hingucker. Ich weiß auch nicht, ob ich den zum Film nehme, sondern nur zum Fahren nehme. Er hat keine Stellen hier, irgendwas von anderem, was da erzählt wird, Klebestellen und hin und her. Sehr, sehr schick ist der. Ja. Gut, jetzt setze ich den mal auf. Ja, so. So ist das denn. Ja, genau. Jetzt so mit Videodreher. Ja, jetzt mache ich nochmal das Visier zu hier. Ja, sehr geil. Sehr, sehr geil. Das kann sich schon sehen lassen. Das Teil. Das ist ein Fiberglashelm. Ziemlich leicht auch. Ja, der andere ist ein Carbonhelm. Der ist ähnlich. Ähnlich vom Gewicht, der soll ein bisschen schwerer sein hier, aber ich kann da jetzt nichts finden. Das ist natürlich jetzt blöd hier mit der Hand, aber es geht ja auch nur, dass ihr das mal seht, wie es aussieht. Ja, da ist Schmutz auf der Linse, sehe ich gerade. Na toll, muss ich nochmal machen alles. Fingerabdrücke drauf, keine Ahnung. So, na gut. Mehr gibt es dazu, glaube ich, auch nicht zu sagen. Unten ist ein Klinkenverschluss, Ratschenverschluss. Ne, machst du rein. Oh, guck an, was ist da hier los? Geht der etwa nicht? Oh, der ist anscheinend. Oder ne, warte mal, ich mach verkehrt. Ah, siehst du, ich mach den verkehrt rum rein. Alles klar, ich hatte mich schon gewundert, dass der nicht rastet. Also, so ist der Helm. Ein sehr geiles Teil. Freue mich, wenn ich den wieder zum Fahren nehmen kann. Sehr, sehr geil. Also mit Bandit habt ihr was Besonderes, was nicht halt jeder auf der Straße fährt. Darfst ihn halt bloß nicht anfassen, weil er dann irgendwelche Fingerabdrücke kriegt. Gut, Leute. Das war's denn von mir auf meinem Kanal. Schön, dass ihr das Video angeschaltet habt. Und wir sehen uns dann wieder auf der Straße. Jo, das war's denn. Bis die Tage. Ciao.